bringe dir eine Schere. Yeah. Mir bitte auch. Ich, wir haben keine Eisen mehr. Haben wir schon irgendwo Kakaobohnen? Was? Nein. Keine Schokolade. Wer war das gerade? War das gerade Pipi? Keine Schokolade für dich. Mit dem Mann. Ja. Oh, Pommes. Oh, hier. Ihr habt's geschafft, Karottenohrwurm. Ist echt so. Karottenohrwurm? Was? Nein! Rocky, wasch dir die Ohren aus. Geh weg. Warte, ich überlege jetzt ganz kurz. Was könnte das gehießen haben, was Jenny da gerade gemurmelt hat? Ich habe wirklich Karotten... Was hast du denn gesagt? Karo hat einen Ohrwurm. Ach so, Karottenohrwurm. Also irgendwie stimmt das, ja. Was macht denn Bilbo hier? Alter, Bilbo hat voll die nassen Kreissägen. Okay. Die nassen Kreissägen? Ich wollte die nassen Krassen sagen. Was rauskam, war nassen Kreissägen. Diese Lache. Ecki. Ja. Hilfe! Nasse Hallo? Wolle Rose kaufen? Oh, Junge! Nee, Rose. Wolle Rose kaufen? Hier. Nein. Oh. Das ist eine... Oh! Oh! Sie hat die Tür einfach zugetut. Böse. Böse, böse. Oh, es wird Tag. Kann man das so lassen? Kann man das so lassen? Nö. Lollen. Oh, warum nicht? Weiß nicht. Jenny kann dazu nicht mal was Gutes sagen. Sie ist kein Experte. Nein. Ricky ist aber ein Experte. Ich schon. Sehr gut, dann lassen wir das so. Ja. Wap! Oh, nee, wollten wir ja nicht mehr machen. Ach, Caro. Frauen müssen zusammenhalten. Was machst du denn? Hackfee? Ja. Immer ich. Was machst du? Nichts. Oh, wie nichts? Du musst was zu tun haben. Hier, richte... Was war das hier, Ecki? Propeller. Oh, das war meine Rockerbar. Oh, Junge. Das hier war die. Das ist deine Rockerbar, richtig. Rockerbar. Das war Jenny. Das ist Rockys... Nein, Rocker. Nein, Rockerbar. Nee, nein, die war da. Nee, nein, das war Jennys Jen. Toupé-Laden. Ah. Oh. Das große Toupé-Laden. Ist Toupé-Laden. Toupé-Laden. Jen. Das habe ich tatsächlich auch gerade verstanden. Toupé-Laden. Caro. Hä, das haben wir doch gemacht in der letzten Folge. Nein, oh. Du hast das so genannt. Nee, Moment. Ich hab da hat doch einer ja gesagt. Nein. Nee. Irgendeiner. Niemand. Nope. Bisschen schon. Nein. Bitte. Nein. Nee. Das war die einzige Situation, in der ich jetzt endlich mal bitte gesagt habe und du sagst nein? Oh, das ja, ist offensichtlich. Nee, jetzt komme ich nach oben. Jetzt ist vorbei. Aber da bin jetzt, ich nicht mehr. Hier, warum nicht? Alle Backfee. Was? Such mich. Nee. Ja. Backe für mich. Abkarte. Nicht echt so. Backfee, richtest du meine Rockerbar dann ein? Oh je. Ja, ich suche. Oh nein. Oder? Ich glaube, Backfee ist ein bisschen genervt von mir. Hallo. Nein, bin ich oh. nicht. Oh. Was ist mit meinen Dingen? Wie sie direkt ausrastet. Oh, Gott. Oh Gott, Caro, geh weg. Was ist das? Oh. Du willst mich schlagen mit Laub. Nirgends. Ich will nur Ecki hier ausgrenzen. Nirgends. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Oh, oh hallo. Oh, von oh, Caro. Hallo. Hallo. Oh, Caro. Hallo. Nee, das geht so nicht. Ich möchte das so nicht. Ich geh jetzt gucken, was ihr da oben arbeitet. Ein Blümchen. Ich bin in Regen drin. Caro, geh bitte aus meinem Po raus. Nice Aussicht. Oh. Ja. Ja. Nicht durch, danke. Ah. Oh. Fall nicht runter, Sassi. Runter, Sassi. Erfahrungsgemäß tut das sehr weh, Sassi. Lass es. Runterzufallen? Yes. Yes, we know it. Ah.
Hilfe! Oh Gott! Alter Schwede! Ich dachte, du hast was überm Kopf! Alter Schwede, bin ich gerade erschrocken! Da ist sie plötzlich in die Luft gesprungen! Oh! Aber Jenny, guck mal, daraus kannst du dir vielleicht eine neue Schere brennen. Ich hätte sogar noch Cobblestone dabei. Und Holz hat man hier oben sowieso. Wenn du magst. Es gibt hier Holz? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ihr seid doof. Das kam äußerst unerwartet. Nein. Wow. Nein. Ich möchte das nicht. Hallo, Backfisch. Die Wut. Ich hab. Hallo, Backfee. Backfee, das machst du sehr toll. Das machst du sehr toll, Backfee. Ich bin sehr stolz auf dich. Ja. Danke. Bitte, kein Problem. Super gerne. Mann, da war ja schon eine Truhe. Ecki! Ja! Wo bist denn du? An der Leiter! Welche Leiter? Beim Spawnpunkt ist wir auf der Plattform. Hallo! Hi! Ecki, was müssen wir noch da hinten machen? Backfee, mach deinen Job richtig! Ja, ich brauch Blumen! Jetzt eigentlich nur noch die Läden einrichten, oder? Und sonst noch so? Was? Wollen wir die Decke auch noch machen? Nee, ne? Jenny? Weiß nicht. Du darfst das hier da drüben nicht rausholen. Ich will gucken, wenn sie wieder kommen, ob sie runterfällt. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Haben die Zuschauer eigentlich schon gesagt, wie das heißen sollte? Oh ja, da wollte ich sowieso mal in die Kommentare reingucken. Weil da waren echt gute Sachen dabei und ich hatte sogar schon Favoriten. Und irgendwie habe ich es dann doch vergessen zum Schluss. Böses Kaninchen. Was machst du denn? Immer. Das ist ein Blumenpott. Warte, pass auf. Lach oh, oh. Oh, 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 Junge, ist das ein Gebüsch? Das ist ja schon keine Blume mehr. Das ist ja quasi ein Busch-Efeu. Was? Ja. Was redet ihr von Busch? Wenn dann ein blühendes. Busch-Efeu. Ja. Eindeutig Busch-Efeu. Oder man macht das hier an den Anfang hier so ran. Ich richte Jen Jens Toupet-Laden ein. Okay. Sollte das nicht Jen Jen machen? Oh, dann, weißt du, ich lass meinen Laden ja auch einrichten. Mach weil du es nicht kannst. Ich hatte so gute Ideen. Ja, mach doch. Ich kann doch dann immer noch sagen, ob ich das anders haben möchte. Ja, du willst es hundertprozentig anders haben, weil ich ja, das da bin. Nur weil ich das bin. Ihn auslaufen, aber man kann ja mal ausprobieren. Wow. Leute, sie hast ich wollte ja auch kein Toupet-Laden, sondern Friseurladen haben. Toupet hört sich aber besser an. Ja, aber genau. Toupets kann man nicht frisieren. Nicht richtig. Kann man die frisieren. Aber nicht richtig. Natürlich. Doch, doch. Das ist genau dasselbe wie Haare. Jenny hat einfach überhaupt keine Ahnung. Nee, weil ich kein Toupet trage. Ja, solltest du mal ausprobieren. Das ist wirklich interessant. Oder wenigstens Toupet auf meinen Haaren, ja? Ja. Ja. Perücke funktioniert nicht, da kriege ich meine Haare nicht drunter. Ecki, das sieht kacke aus. Wir haben hier zu wenig Platz für einen Toupet-Laden, Friseurladen. Ich hab mich verlaufen. Toll. Oh. Hast du wieder gut gemacht. Oh, Bugsy. Nein, hab ich leider nicht verlaufen, hab's wiedergefunden. Nice. Ich habe mich wiedergefunden. Nein, ich hab den Punkt wiedergefunden. Eine Reise zu mir selbst von Bugsy. Bald erhältlich. Nein, das, nee. Doch. Doch. Nein. Doch. Wir sind schon. Probieren Sie jetzt meine Torten. Oh ja. Doch. Komm, die Überraschungseitorte, die sah echt gut aus. Die sah echt gut. Wie macht man denn Rüstungsständels? Ständels? Ach, fuck. Warte. Was? Wow. Ja. So. Baby. Nicht in diesem Ton. Ich denke, das war wohl ein Flubberlust. Das war sie nicht mal. Das war ich. Das war die Fee. Backfee. Nicht in diesem Ton. Ecki! Ja? Du darfst mich nicht einsperren. Oh, hallo? Vorsicht, Zombie! Vorsicht, Zombie! Hallo? Was, du hast ein Gas? Huch, was ist das denn hier? Elis Gas. Ach, Junge. Hi, Bilbo. Hi. Klingt ungesund. Klingt furzig. Habe ich noch Glas? Ich habe noch Glas, ja.
Hörst du, er hat noch Gas. Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Ja. So, und weil man so gut von außen Werbung machen kann, kommt hier ein Toupet-Laden rein. Kommt hier ein Toupet rein. Oh. Und jetzt pass auf, Ecki, pass auf. Ich pass auf. Oh, ich hab's. Oh, guck mal. Ein Spiegel. Und jetzt kommt's. Pass auf. Oh, mach. Ich bin noch nicht fertig. Was zur Hölle? Oh, Mann. Oh, guck mal, das manchmal wollte ich. Manchmal ist Ecki doof. Nee. Manchmal? Ziemlich oft. Oh. Kann man unter dem... Man hat sogar Pipi. Das geht ja gar nicht. Was geht nicht? Wird das gern so ein bisschen ineinander backen, weißt du? Boah. Ah, warte mal. Das sieht aber auch kacke so aus. Regal. Nee, das soll eigentlich... Ach, shit. Ach, nee, so geht das nicht. Ich versuch gerade, sowas hinzumachen, was aussieht wie diese Dinger beim Friseur, weißt du? Wo du dich halt so dran setzt, da ist so ein kleines Tischelchen und ein Spiegel und das hier ist natürlich alles, aber nicht das, was ich brauche. Toll, Ecki, das sieht ja, wow. Es ist auf jeden Fall erstmal ein Spiegel. Und dann noch so ein Fußabtreter und ein Stuhl, fertig. Perfekt. Ecki, es sieht schon bescheuert aus, oder? Ja. Was machen wir denn jetzt? Also der Spiegel bleibt... Das hat sich rausgebaut. Was war das? Hä? Warum war das da? Ich wollte, dass du so guckst und dann so denkst, oh, da gehe ich doch rückwärts und dann bumm. Warte. Oh. Das ist gemein, Caro. Wollt ihr nochmal dahin? Nein, gar nicht. Ja. Guck mal, kann man sogar zusammenklappen. Ja. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so bescheuert. So bad, ne? Aha. Sollen wir den vielleicht in die Ecke setzen, dann können wir hier zwei nebendran noch einen machen, obwohl das dann ziemlich eng mit der Theke wird. Ecken sind immer gut. Okay, lass uns das tun. Was wird hier zusammengeklappt? Entschuldigung. Hallo, Caro. Ah, au. Lässt du bitte Caro? Caro! Das war ich nicht. Das ist ja... Oh. Ja, alles mit was tust du denn? Werden. Ja, okay. Sassi. Das ist Licht drumherum. Oh, das sieht echt gut aus. Guck mal. Läuft, quasi. Sieht das dann auch von der anderen Seite gut aus? Das mache ich jetzt dicht. Das ist mein Laden. Sieht richtig kacke aus. Ja, da kommt eine Wand vor. Da kommt ein Bild hin. Ja. Oh, ein Kartoffelbild. Ja, Ecki, was? Hä? Du kannst dich austoben. Was ist denn? Hä? Frühspuren. Er versteht was. Er versteht. Danke, dass du es mir nochmal erklärst, Caro. Perfekt. Sollen wir noch eins dahin machen? Ja. Habe ich Glowstone? Oh, Junge, was ich alles dabei habe. Ich brauche aber bestimmt das auch noch. Habe ich tatsächlich noch. Wow. Das finde ich cool. Ja, ich finde das auch cool. Wäre zwar cooler, wenn es von mir wäre, aber... Ist er von dir? Nee. Doch. Das ist Idea from Ecki. So, ich gehe jetzt mal mein Inventar ausleeren. So. Und meine Blase. Ist auch ganz dringend. Bugfee, mach deinen Job richtig! Mann, mach ich doch! Oh, Sünde. Wow. Oh, guck mal. Jens, wie sie ausrastet. Schrecklich. Was macht ihr denn schon wieder da oben in dem Baum? Macht ihr wieder irgendwas Verbotenes? Ja. Ja, Liebe. Caro geht fremd. Okay. Ja, mach ich öfter. That I am working here. Ja. Du hast doch die ganzen Bilderrähmchen. Du hast recht, Ecki. Ich muss mit Sehtest verkehren. Nein, das ist mein Sehtest. Nee. Doch. Nee. Doch. Diese jetzt nicht mehr. Und das nicht nur so ein bisschen. Das müssen wir aber erstmal Sehtest fragen. Hast du noch Bilderrahmen? Nee. Ja, einen. Hier. Danke. Setzlinge, Laub.
Ja, Ecki, ist okay. So. Übernehme ich Karos Karottchenladen. So. Was ist mit mir? Karotten. Pickel. Was? Ich weiß nicht, du hast irgendwas gesagt. Ich wollte auch was sagen. Füße. Fußball. Käse. Nägel. Haare. Riesenfußnägel. Schuppen. Hühnerauge. Eiter. Oh, ich hab Eiter am Finger. Es ist so Beule. Eklig. Voll den Finger verbrannt, jetzt habe ich da eine Eiterbeule. Oh. Wundwasser. Eiterwasser. Wundwasserblase. Eiterwasser. Okay. Ich weiß das, ich bin Arzt. Interessant. Alter, Caro. Ja. Also manchmal glaube ich echt, du hast was geraucht. Dr. Dr. Sommer. Nee. Dr. Sommer on duty. Frau Dr. Fleischkissen natürlich. Was? Ja. Frau Dr. Fleischkissen. So nennt man Popus. Hallo. Sie ist verstört. Ach Gottes Willen. Rocky ist schockiert. Worüber?